Ja, also der Stream müsste jetzt eigentlich laufen. Ich schaue mal noch ganz kurz, ob das jetzt auch gerade der Fall ist, weil gerade eben funktioniert es nicht. Aber mit etwas Glück, ja, das sieht schon besser aus. Oh, ich habe wieder Spitzeninternet. Spitzeninternet. Nein, das schaue ich ganz kurz rein. Ja, doch, das klingt ganz gut. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Ein paar kleine Änderungen und zwar hört ihr keine Hintergrundmusik. Das hat gewisse Gründe. Zum Beispiel wurde eines der letzten Streams konnte ich gar nicht wirklich auf YouTube hochladen, weil YouTube da Probleme hatte, von wegen Lizenzen, bla, mit der Musik. Deswegen habe ich jetzt keine Musik mehr, aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, beziehungsweise ein Vorteil für euch, denn wenn ihr das ja wirklich schaut, könnt ihr euch ja eure eigene Musik suchen, die ihr hören wollt und die einfach im Hintergrund laufen lassen. Dann müsst ihr nicht meine Musik hören. Ist ja auch nicht schlecht. Je nachdem, wenn mein Musikgeschmack vielleicht nicht unbedingt eurer ist, was ich absolut nachvollziehen kann. Naja, ansonsten habe ich jetzt offline etwas schon weitergearbeitet, muss ich zugeben. Und zwar habe ich etwas aufgeräumt und auch schon ein bisschen hinzugefügt. Ganz kurz schauen wir mal, was ich hauptsächlich aufgeräumt habe. Und zwar hier im Browser habe ich ja, einiges verändert, nicht so viel. Ich habe unnötiges Zeug rausgeschmissen. Generell ist es doch sehr ähnlich, aber hier ist jetzt im Aufbau einiges. Beziehungsweise hier haben wir eine neue Klasse. Das ist die GitHub Code Data. Also da wollen wir alle unsere Daten reinschreiben. Hier unten habe ich mir auch so kurz was aufgeschrieben, was wir heute machen wollen und wie man das machen könnte. Und ja, genau, die ist eben zum Speichern der Daten zuständig. Zum ersten Mal Halten der Daten, bis es soweit ist. Genau, da haben wir genau die Main. Sieht jetzt so aus. Hier haben wir jetzt unsere, ja, hier wird das Ganze gestartet. Und dann wird einfach. Ich habe das jetzt so eingebaut, dass man das Programm auch richtig beenden kann. Und wenn man das Programm beendet, dass dann die Daten auch abgespeichert werden, also in eine Datei geschrieben werden. Weil, ich habe das nochmal angeschaut, also das mit dem neuronalen Netzwerk wird auf jeden Fall mehr so eine Trial-and-Error-Sache bei mir, denke ich mal. Und dafür wäre es natürlich gut, wenn der Datensatz schon vorhanden ist. Nicht, dass wir immer wieder neu hier crawlen müssen, um irgendwelche Datensätze für unser neuronales Netzwerk zu bekommen. Deswegen werden wir die Datensätze einfach rausschreiben und dann damit das Netzwerk in einem anderen Schritt nochmal füllen. Genau. Und hier habe ich eben immer diese Keyboard Interrupt Exception und ja, hier wird eigentlich nur dafür gesorgt, dass hier eben das Ganze gespeichert wird. Auch wenn die Exception auftritt und dass das Ganze ohne Exception beendet wird, also ohne dass eine geworfen wird und dann Error dasteht. Genau. Dann sieht man, wo sieht man das eigentlich? Beim Crawler sieht man das. Und zwar haben wir hier diese Handle Source. Da hatten wir bisher immer diesen Print-Befehl. Weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, das kann ich noch hier lassen. Den Print-Befehl. Und da wird das zusätzlich auch noch eben unsere Data aufgerufen, also in die Klasse hier oben. Und zwar die Methode PassCodeDocument. Dem wird dann der Link hinzugefügt und welche Sprache es ist als String. Ja, genau. Das ist eigentlich so das Hauptsächliche. Ja, doch. Genau. Und jetzt habe ich mal im Testlauf, habe ich hier eben quasi hochgezählt, wie viele von den einzelnen Sprachen wir haben. Und habe dann ja dann das ein paar Stunden lang laufen lassen und habe das dann ausgegeben, was für Sprachen wir gesammelt haben. Und es war relativ gleich verteilt sogar. Also ich dachte, es wäre deutlich schlimmer aus. Ein Endeffekt, aber ich weiß gar nicht mehr, was am wenigsten war. Aber ich glaube, es war so, dass das häufigste war, glaube ich, doppelt so oft als das wenigste, wenn ihr wisst, was ich damit sagen will. Ja, also das finde ich auf jeden Fall okay. Ja, fand ich auf jeden Fall interessant zu sehen. Scheinbar ist es sogar relativ gleich verteilt, die Sprachen. Naja. Und ansonsten hier noch Invalid Language, das sollte eigentlich nie passieren und das passiert bisher auch noch nie, glaube ich. So,
Jetzt ist die Frage, was machen wir heute? Ja, heute wollen wir uns eigentlich darum kümmern, dass wir hier diese Link-URL aufrufen und den Source-Code erstmal bekommen. Dass wir dann das Ganze, die Input-Daten quasi etwas umstrukturieren, das dann weiter im Arbeitsspeicher halten und dann beim Enden des Programms, dass das dann alles rausgeschrieben wird in der Datei, die wir dann im nächsten Stream einlesen werden und damit ein erstes neuronales Netzwerk füttern werden. Aber das kommt dann im nächsten Stream. Also heute noch die Eingabedaten vorbereiten. Ja, wie ich eigentlich schon im letzten Stream so gesagt habe, dass das wahrscheinlich passieren wird. Und genau, das wird jetzt auch passieren. So, wollen wir mal nicht weiter rumreden, sondern mal anfangen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir unsere Website bekommen. Da schaue ich mal ganz kurz hier nochmal. Das war eigentlich nicht so schwer. Mit dem Browser haben wir da übrigens schon. Da habe ich mich schon drum gekümmert, dass es im Konstruktor drin ist. Self.crawl. Da, das ist wirklich das Interessante. Und zwar die Page, die wir haben, ist das hier. Und zwar, wo wir die URL abfragen. Return machen wir hier, wenn die Sprache nicht erkannt wird. Sondern eigentlich müssten wir eine Exception werfen. Das ist hier jetzt falsch irgendwie. Machen wir mal so. Ja, Semikolon braucht man natürlich nicht. Ich habe wieder in anderen Sprachen programmiert. Die Zeit über, das heißt, ja. Okay, die Value ist nicht. Dann die Source, nenne ich das mal. Und das ist jetzt Link-URL. Allerdings wird noch die falsche Link-URL übergeben. Das kann ich euch mal kurz hier zeigen. Glaube ich, ah ja, genau. Momentan haben wir diese URL hier oben. Ja, also jetzt als ein Beispiel. Wir wollen aber diese URL. Das heißt, das kann ich eh noch in eine andere Methode machen. Ich denke, ich erstelle mir hier eine kleine neue Methode. Def und dann, wie nennen wir die irgendwie? Link Changer. Naja, ist das gerade nicht gerade der beste Name. Ach ja, nehmen wir das da so. So. Wir haben Self und wir haben die URL. Die erste. Und dann haben wir hier erstmal tue ich das direkt rüber kopieren. Da habe ich mir schon wieder einen Semikolon hinten dran geklatscht. Und dann werde ich die URL einfach returnen. Also das Semikolon ist schon wieder, keine Ahnung, in meinem Kopf so drin, dass ich es die ganze Zeit mit nach jeder Zeile schreiben will. Jetzt ist die Frage, URL ist gleich. Link-URL Punkt. Müssen jetzt quasi dieses github.com ersetzen. Und dafür muss ich einfach mal kurz schauen, wie das hier genau ging. Replace. Okay. Okay, ja, genau. Also, URL ist gleich. Jetzt nehme ich link URL.replace.
Und jetzt haben wir hier old. Das ist das HTTPS. Ne, das ist eigentlich nur github.com, weil den Rest kann ich ja da lassen. Und das muss replaced werden durch, jetzt muss ich hier ganz kurz mal schauen. Genau, github.com wird replaced durch raw.githubusercontent.com. Das muss replaced werden. Und jetzt kann ich hier hinten noch als optionalen Parameter this is new substring. Ah, hier. Only the first count occurrences are replaced. Das heißt, wenn ich... Ups, hier ist was falsch gelaufen. Wenn ich 1 sage, dürfte er eigentlich nur 1 replacen. Eigentlich können wir das hier sogar noch kleiner schreiben, indem wir einfach so sagen. Gut. Und hier werden wir Browser get link changer nehmen. Dann muss ich natürlich noch einen self davor machen, damit er... Das habe ich mir schon gedacht, dass ich das noch hinbekomme in diesem Stream. Und zwar, dass ich noch ans Mikrofon stoße. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr erschreckt. Naja. Link Changer und dem übergeben wir einfach die Link URL. Das müsste jetzt die Source sein. Und jetzt werde ich hier ausnahmsweise mal Print Source machen. Damit wir sehen, ob das schon funktioniert. Ja, schauen wir mal. One main. Mal schauen, ob das überhaupt noch alles hier läuft. Ob ich gerade einen Tor-Proxy überhaupt gestartet habe. Ich glaube aber schon. Ja, wie gesagt, es kann ja ein bisschen dauern, bis wir hier, haben wir das erstmal die Directories. Hier kommt ganz viel can't handle. Directory. Das weiß ich nicht ganz warum. Und hier kam auch noch found Python source file, aber er hat hier nichts ausgegeben. Das ist etwas komisch. Da muss ich zwei Sachen gleich noch anschauen. Einerseits, warum so oft can't handle directory kommt. Dem sollte ich nachgehen. Das kann ich hier gleich mal machen. Da. Ja, es geht ja hier wieder irgendeine Liste von Leuten durch. Ich glaube, ich werde das Ganze lieber mal 8 Python Documents, aber er hat mir nichts ausgegeben und das ist etwas komisch. Deswegen gehen wir mal hier rein und debuggen das Ganze mal, ja. Okay, dann sind wir hier gelandet. Die Link-URL ist... Ach. Das ist nur das Slash, da ist gar nichts davor.
Okay, das ist ein Grund. Dann beenden wir das Ganze nochmal. Ups, jetzt bin ich hier wieder irgendwo komisch drauf gekommen. Return. HTTPS Doppelslash raw.githubusercontent.com plus Link URL. Fügen wir also den String einfach hinten dran dazu. Und ich würde sagen, die wagen jetzt einfach nochmal. Dann können wir gleich sehen, ob noch ein Fehler stattfindet oder ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe übrigens auch, dass der Ton soweit richtig ist. Das letzte Mal hat es nämlich nicht ganz geklappt. Hier kommt gerade die Frage, was ich hier programmiere. Nun, eigentlich ist es so eine Art Spaßprojekt. Es geht mir darum, ja, in die Programmierung von neuronalen Netzen einzusteigen. Und da braucht man natürlich immer irgendwelche Eingabedaten. Und da kam ich auf die Idee, GitHub zu nehmen und da quasi irgendwelche Dokumente einfach runterzuladen und dann dort die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Buchstaben anzuschauen und dann zu gucken, ob man darüber die Sprache, in der die Dokumente geschrieben wurden, rausfinden kann. Und zwar habe ich hier Java, C++, PHP und Python. Die vier Sprachen möchte ich quasi unterscheiden können mit meinem neuronalen Netzwerk. Und momentan bin ich noch dabei, eben ja, hier diese Daten zu bekommen und aufzubereiten. Und ja, und jetzt müssen wir gerade hier den richtigen Link suchen. Also sieht doch jetzt gut aus, hier, soweit ich das gesehen habe. GitHub User Upcode Data Object at. Aha, ja. Okay, dann gehen wir mal in den nächsten. Also wir könnten Next Line Executed. Nee, Step Into. Ja, egal. Schauen wir mal hier weiter. Da müssen wir nämlich den Link haben. HTTPS, raw.githubusercontent.com. Und dann geht es hier noch so weiter. Ja, das sieht alles richtig aus. Und die init.py wird aufgerufen. Okay. Das sieht ganz gut aus. Dann können wir mal hier. Ich habe hier leider die Shortkeys nicht auswendig. Step into my code. Ah, das klingt schon mal gut. Ah, das war aber mein Code, glaube ich. Ah, jetzt genau. Step into, step over. Und jetzt müssten wir theoretisch in der Konsole Response 404. Das ist ungut. Okay, ansonsten scheint es eigentlich zu funktionieren, aber es gibt doch noch irgendein Problem. Dann werde ich das hier nochmal separat machen. Und zwar URL ist gleich, dann haben wir das hier. Und fügen hier die URL ein und print zusätzlich auch noch, nicht pint, sondern print URL, natürlich kein Semikolon und in Klammern. So, schon in letzter Zeit habe ich mit PHP. Ja, danke, ich weiß, was PHP heißt, nicht PHP, sondern was Error 404 heißt. Ich frage mich nur, warum genau, weil eigentlich sollte das Dokument vorhanden sein. Das heißt, der Link ist noch irgendwie falsch. Deswegen versuche ich jetzt, den Link hier nochmal auszugeben. Dann können wir nämlich schauen, wo es an dem Link hapert, warum es nicht funktioniert. Dum -dum. Ja. Da sieht man immer 404, also hier findet das irgendwie nicht. Jetzt kann ich nämlich aber den Link hier kopieren und mal ganz kurz hier manuell danach suchen. Not found steht hier nämlich.
Dann stimmt da wirklich was nicht. Die Frage ist, was genau? AlphaGo. Slash Blob. Da steht noch Slash Blob drin. Ah, ich kann das mal hier kurz rüber machen. Also wenn ich jetzt diese Datei anschaue, haben wir hier das vorne, das haben wir alles richtig, aber steht hier noch Blob und das haben wir mit in unserem Link drin. Aber hier haben wir es nicht, hier kann eigentlich nur Develop und hier mehr Blob Develop. Develop, Develop. Das heißt, ich werde das jetzt so weit umändern, dass ich hier doch Replace mache. Und jetzt nach Blob. Ich muss nach was muss ich suchen? Ich muss noch einen Slash muss ich entfernen, ne? Oder ich suche nach Slash, Blob, Slash und entferne das durch ein Slash, also ersetze durch ein Slash. Und dann sage ich noch eins, weil es einmal ersetzen soll maximal. Und da geht es von vorne her durch. Das bedeutet, dass das Ganze eigentlich richtig funktionieren sollte. Können wir gleich mal. Ja, warum ich einen Tor-Proxy nutze? Gute Frage. Wäre für das Projekt nicht wirklich nötig. Ich hatte das noch aus dem alten Projekt. Ich habe mir schon so einen Browser geschrieben gehabt, der halt das Ganze übers Tor-Netzwerk läuft. Und dann dachte ich, nutze ich den einfach auch für das Projekt. Anders wäre es ein Tick schneller, keine Frage. Aber das hat auch den Vorteil, dass wenn ich, solange ich den laufen lasse, der nicht meine komplette Bandbreite aufnutzt, weil es ja ein bisschen gedrosselt wird durch das Tor-Netzwerk. Und dadurch kann ich quasi immer noch halbwegs das Internet nutzen, ohne auch wenn das Ganze gerade aktiv ist. Und das ist auch für den Stream ganz praktisch, weil dann braucht er eben auch nicht die ganze Bandbreite hier, wenn er welche Source-Files runterlädt. Genau, aber eigentlich wäre es nicht nötig, das ist richtig, dass ich hier den Tor-Browser nutze. Ja, ich könnte es auch rausmachen, aber irgendwie finde ich es ganz lustig. Jetzt schauen wir mal, ich habe zwei Directories, genau hier. Response 200. Aha. Du, 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 du. Schauen wir noch mal nach, was wir hier sehen, wenn wir das im Browser eingeben. Nichts. Aber die Init, da war noch nie wirklich viel drin. Ich gehe mal auf die Policy, da dürfte was drin sein. Da ist auf jeden Fall was drin. Ah, das funktioniert auch. Ah, Response 200 hieß, dass alles okay war. Ich erinnere mich. Nur irgendwie wollte ich eigentlich den Source Code davon haben und nicht die Response. Muss ich ganz kurz nochmal. Wo hatten wir es denn? Hier. Nein, das ist falsch. Da, der Crawler. Den brauche ich. Und dann hier. Page. Browser.get. Das haben wir doch hier auch, ne? Browser.get. Allerdings Process Side hier. Process Watchers. Hier zum Beispiel. Ja, wird gerade geschrieben, musst du mal CFOS Speed oder wie man das auch immer aussprechen will. Super Programm zum Traffic Shapen, kann ich nur empfehlen. Okay. Also, man sieht hier auch gerade,
dass der Chat nicht ganz funktionieren will. Ich. Da hatte ich ja öfters ein paar Probleme damit. Der andere Chat will auch nicht. Da muss ich wirklich bei Zeit nochmal reinschauen, dass ich den auch zum Laufen bekomme, damit er den Chat nämlich auch hier im Stream direkt sieht. Ansonsten ist das nämlich etwas blöd, aber das werde ich jetzt nicht diesen Stream machen. Ich muss hier schauen, dass ich im nächsten Stream mal den Chat repariert bekomme. Im letzten Stream funktioniert das ja sogar irgendwie. Naja. Habe ich schon wieder aus den Augen verloren, was ich eigentlich machen wollte. Immer wieder schön. Man lässt sich hier so schön schnell ablenken. Genau, wir wollen hier das ganze Response-Page. Hier werde ich mal ganz kurz doch mit dem Debugger reinschauen, damit ich genau sehe, was der mir alles gibt. Da. Debug. Ah, okay, da kann ich die Bandbreite für bestimmte Prozesse einstellen. Ja, das könnte man auch machen. Ja, in der Tat. Aber das wäre wieder extra Aufwand und dadurch, dass ich diesen Tor-Browser ja schon hatte, brauchte ich das ja nicht unbedingt. Aber danke, dass du es mal geschrieben hast. Das werde ich mir auf jeden Fall mal noch anschauen. Genau. Self.processDirectory. Okay. Ich denke auch, ich werde das hier später auf GitHub stellen. Was dann lustig ist, weil theoretisch könnte es sein, dass dieses Programm dann den eigenen Source-Code einliest. Versucht daraus quasi Informationen zu bekommen, was ich irgendwie lustig finde. Dass es sich selbst liest, aber ja, gut. Warum bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Warum habe ich eigentlich hier den Debugger angewiesen? Der Debugger soll lieber hier hin. Und wo kann ich normal fortsetzen? Kann ich show the current? Einfach One und dann Resume-Programm. Okay, F9 wäre es gewesen. Okay, hier sind wir. Die Frage ist jetzt, was wir in diesem Source haben. Hier unten können wir das uns anschauen. Okay, wir haben Content. Da steht was von Bytes, aber da ist irgendwie nicht wirklich viel drin. Da haben wir Content. Auch wieder leer. Links. Raw. Headers. Ist interessant, was man hier alles findet. Date expires. Bla 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 bla. Es ist wirklich interessant, was da alles drin ist. Statuscode da unten. Das wird ausgegeben. Standardmäßig durch den Print-Befehl. Die URL habe ich alles. Response 200, Content, Abort, Connection, Cookies, Elapsed, Encoding. Encoding UTF-8, das ist auch schon mal interessant. Nur ich wüsste jetzt wirklich gerne, wo denn eigentlich das Ganze drin ist. Okay, RAW. ABC-Cache. Data. 0. Negative Cache. Registry. Data. Länge 0. Body. None. 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 Ich glaube, da muss ich gleich mal. Daraus werde ich jetzt nicht unbedingt schlau. Muss ich ja zugeben. Message. Aber wir könnten auch wieder mit Beautiful Soup das Ganze machen. So ein bisschen, weil eigentlich ist da zwar nicht wirklich was drin an HTML-Tags oder so. Also im besten Fall. Höchstens ist PHP-Code, dann könnte es natürlich passieren, dass da irgendwelche HTML-Sachen ausgegeben werden. Aber das, ja. Dann muss ich aber erstmal wieder hier zum Beispiel. Punkt Soup. Punkt Find All.
Schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier, dann mache ich mal kurz raus. Wir haben hier HTML-Page, da mache ich mal den Source raus. Ich habe hier immer noch One laufen. Weg damit. Soup. Soup. Return. Ja, da findet da nicht wirklich was. Ich glaube, ich lasse einfach wieder hier das Ganze printen und schau mal, was rauskommt. Ich nenne das mal Soup. Source.soup. Und dann mache ich da Soup direkt raus. Dann können wir nämlich hier den Befehl, mache ich hier wieder einen Breakpoint rein. Dann kann man uns nämlich genau anschauen, was in diesem Soup drin ist. Dann starten wir mal kurz. Irgendwie bekomme ich nur das Response-Element. Schreibt mir hier Titsfragger oder wie auch immer. Jetzt kommt mir diese Can't Handle Directory. Komisch. Also irgendwie sollte das hier auf. Komische Sache. Starten wir es nochmal. Ja, ich weiß auch nicht. Also dieses, dass ich nur das Response-Element bekomme, habe ich auch gerade so das Gefühl, aber eigentlich jetzt dreht da ganz am Rad. Interessant. Eigentlich sollte das nicht so sein. Aber es kann natürlich sein, dadurch, dass es kein HTML-Dokument ist, dass er das deswegen nicht bekommt. Self.browser.pageSource. Okay. Es könnte in der Tat sein, dass das funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Jetzt, wenn du mir das hier schon direkt hier in den Chat schreibst, habe ich hier heute eine große Hilfe bei mir. Das ist die Frage. Ich schaue das ja jetzt kann man ganz selbst ganz kurz nach. Okay. Man kann hier verschiedene tolle Browser machen. Open U. Das will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ob ich dann hier da irgendwie. Eigentlich brauche ich diesen Browser. Ich muss mal ganz kurz schauen. Was war das eigentlich noch gleich für ein Browser? Auf was baute der auf? Das war nämlich der. Was für ein Browser war denn das eigentlich? Ah, stimmt, das war so ein komischer. Ah, ich erinnere mich. Wird alles etwas verzwickter als gedacht. Hm.
Hier, da schaut nämlich text.html. Und das ist nämlich schon mal nicht so richtig. Browser.adsub. Die Frage ist, ansonsten wird die Response. Das heißt, von get bekomme ich eigentlich die Response. Und das ist session.get. Dann schaue ich ganz kurz mal hier nach Python Session Get. Ansonsten haben wir dieses Browser. Das bin ich selbst. Dann haben wir, rufen wir AdSoup auf. Und dann haben wir hier. Und dann haben wir den HTML. Okay, und jetzt haben wir hier if text bla 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 in response.headers.get. Ah, response.content. Das könnte es sein. Ich schaue mal ganz kurz. Source.content. Content ist gleich source.content und hier mache ich mal wieder so wie die ganze Zeit schon mit einem Debug-Gedöns. Was macht ihr hier schon? Ach, das ist immer wieder schön hier, wenn ihr irgendwelche ach, da hat er gleich schon sehr, ja, okay, jetzt aber starten wir mal. Dauert natürlich wieder ein kleines bisschen, bis er hier gestartet hat. In der Zeit kann ich hier wieder alles anschauen. Content klingt gut. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, jetzt könnten wir es haben. Source.content. Jetzt muss ich, glaube ich, noch eins. Was haben wir hier? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt das Problem wird. Ich muss natürlich noch kurz ausgeben. Unseren Content, den wir hier gerade bekommen haben, aber Print Content. Und dann mache ich hier den Breakpoint. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich funktionieren. So, weil es ist ja kein HTML, deswegen kann er den HTML-Parser natürlich nicht anwenden, aber er müsste ja trotzdem irgendwo den Content da bekommen. Gut, da haben wir Content. Ah, der ist aber leer. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist natürlich nicht so toll. Wobei, ich weiß immer noch nicht, ob dieses init .python vielleicht sogar ein leeres Dokument ist. Das könnte nämlich auch sein. dann werde ich nämlich ganz kurz mal einfach weitermachen. Resume. Und warten, bis er das nächste hier bekommt. Ah ja, da kommt was. Das init war einfach eine leere Datei. Da lag das eigentliche Problem. Beziehungsweise das davor funktioniert es eh nicht. Aber jetzt haben wir was. Und zwar from Keras Modules Import Sequential und dann ein Zeilenumbruch from bla 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 und so weiter und so weiter und so fort. Und es geht noch viel weiter. Okay. Content ist genau das, was wir haben wollen. Wenn ich jetzt in die Konsole schaue, hier hatten wir bisher einen leeren Byte-Dingen-Gedöns. Jetzt werden wir hier mal kurz resume und da haben wir schon alles.
Und das ist ziemlich lang und deswegen kann man hier ziemlich weit scrollen. Es geht noch viel weiter, aber es funktioniert auf jeden Fall. Okay, also wir haben schon mal unseren Content. Das ist gut. Habe ich jetzt gerade irgendwas? Nee, war richtig. Nur ich muss hier wieder beenden. Stop. Das hat mich gerade verwirrt. Ja, bla bla bla. Do Rate Suspend. Okay, darauf. Da hat er ein Keyboard Interrupt. Ah, der wird irgendwie nicht abgefangen. Naja. Das sollte eigentlich nicht beim normalen Dingen passieren, wenn man das Ganze normal ausführt. Okay, wir haben jetzt unseren Content. So, jetzt ist die Sache folgende. Ich dachte eigentlich, die wird in einem Stream angeliefert, aber egal. Wobei, vielleicht können wir das in String parsen. Das ist ja Unicode. Parenthesis. Was genau willst du mir damit jetzt sagen? Statement seems to have no effect. Ja, das kann sein, dass das so nicht geht. Naja, auf jeden Fall gehe ich hier mal ganz kurz durch. Und zwar wollen wir eine Liste erstellen. Das machen wir nämlich so. Und da sagen wir. Ah nee, das wollte ich doch noch mal anders machen. Habe ich das schon importiert? Ja. Collections haben wir hier schon importiert und jetzt kann ich hier mal, das müsste ich eigentlich schon offen haben, ja. For, genau, wir machen eine For-Schleife lieber. Und jetzt machen wir mal C in Content. Mal sehen, auf was er dann da wirklich. Wahrscheinlich funktioniert das jetzt auch nicht wirklich. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass wir hier einen String bekommen, aber okay. Vor 10 Content, aber wir können mal gleich noch schauen, wie der HTML-Parser funktioniert. Da müssten wir das eigentlich rausbekommen. Vor 10, bla. Und dann mache ich. Wir brauchen noch einen Counter. Das machen wir einfach mal. Counter ist gleich Counter. Klammer auf, Klammer zu. Collections, doch, collections.counter natürlich. C in Content, Doppelpunkt, Counter. Und jetzt sagen wir hier Ort C, weil wir wollen ja quasi den ASCII-Code davon bekommen. Plus ist gleich 1. Und dann machen wir hier einen Print vom Counter, weil wir es einfach können. Und machen hier nochmal einen Breakpoint, dann können wir uns den Counter dann nämlich genau anschauen. Ich denke aber, dass es nicht funktioniert. Ja, hier sagt er schon. Und das wird jetzt ziemlich sicher nicht funktionieren, aber man kann es ja mal testen. Vielleicht funktioniert es ja doch. Da kann man es auch noch schauen, dass wenn wir eben wirklich so eine leere Datei erhalten, dass wir das dann einfach nicht hinzufügen, weil wir brauchen ja keine leere Datei. Das sollte jetzt eben dieser leere Main-Gedöns sein. Nee, die Init. Datei, dann werden wir einfach mal resume. Da sind wir. Hat jetzt auch schon einen Tick länger gedauert. Und jetzt können wir im Debugger mal unseren Counter anschauen. Und das Gute ist, der hat nämlich die Länge 0.
Warnt, Content hat aber auch die Länge 0. Da steht auch nichts drin, was bedeutet, wir werden einfach nochmal eins weiter. Aber eigentlich sollte ja doch irgendwann was drin sein. B. Response 200. Init. Wo hatten wir immer die Inits drin? Interessant. In den Inits scheint irgendwie nichts drin zu stehen. Und die anderen will er mir hier irgendwie nicht geben. Trainer, da müsste auch was drin sein. Da ist aber auch nichts drin. Der müsste da eigentlich wirklich was finden. Das kann nicht sein, dass er da überall nichts findet. Deswegen gehen wir einfach mal in den Browser. Schauen bei Response.soup ist gleich Beautiful Soup. Dann schauen wir uns das mal an. Init. Weil hier übergebe ich ihm ja Exclude Builder Features. Okay, hier gibt es eine Warnung. Original Features ist instant. KVA, jetzt muss ich es ja erstmal irgendwie finden. Couldn't find a tree builder with the features you requested. This is ugly, but I couldn't get it to work in Python 3 otherwise. Das hier könnte es vielleicht sein, dass wir es mit Encode UTF-8 machen müssen. Das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Nennen wir das aber Markup ist eigentlich ein falscher Name dafür. Eigentlich ist es der Content. Nennen wir das davor auch noch Content. Wir haben eine Bytes-Folge quasi. Und dann machen wir den Breakpoint mal. Oh, machen wir zwei Breakpoints. Und dann schauen wir mal, ob wir es jetzt noch hinbekommen. Gibt größere Probleme, als ich zunächst gehofft habe, aber gut, egal. Wir werden noch irgendwie zu unserem Ziel kommen heute. Wobei, wir sind eigentlich schon so von bei der Hälfte von dem, was ich eigentlich heute machen wollte. Wieder ganz viele Can't Handle Directory. Ganz toll ist das immer. Dann starte ich es einfach nochmal neu. Da dem sollte ich eigentlich auch noch nachgehen, ne, wo da der Fehler liegt, dass das manchmal nicht richtig funktioniert. Weil da ist ja auch einiges drin.
Und da habe ich eigentlich auch nichts geändert, deswegen wundert mich das so ein bisschen. Der hat ja eigentlich gar kein einziges Mal bis hierhin durchgekommen. Alles etwas seltsam. Can't handle directory Apache. Und da war die Datei drin. Das heißt, wenn das passiert, heißt das, dass da irgendwo eine Exception geworfen wird. In diesem Ding. Und da bei diesem Can't Handle Directory werden dann alle Exceptions quasi geworfen. Das heißt, hier irgendwo wird wahrscheinlich eine Exception aufkommen. Deswegen kann er die Directories nicht durchgehen. Deswegen werde ich einfach mal hier. Also hier sollte eigentlich wirklich noch keine Exception passieren. Ja, doch, daran liegt es nämlich, weil da fange ich nämlich alle Exceptions ab. Genau, da sind wir nämlich. Sehr gut. Step into, step over. Ich denke, step over reicht. Dann weiß ich schon mal ungefähr, wo welche Exception dran kommt. Wobei ich jetzt irgendwie nicht gesehen habe, welche Exception das jetzt war. Man kann ja irgendwie die Exception weiterreichen. Ich glaube, die Vorschleife macht einfach Probleme. Wir müssen die Vorschleife auf jeden Fall nochmal raus machen. Das mache ich auch raus. Zack, dann machen wir hier den. Das einzige wirklich interessante ist dann die. Wir lassen die noch drin. Was genau in dem Content drin ist. Vermutlich schlägt das hier fehl. Ich kann mal hier schauen. Aber was wir da haben, ist, glaube ich, so ein Byte-Stream, was mit B nämlich gekennzeichnet ist. Okay, wir müssen nicht Encode, sondern Decode. Das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Aber ansonsten klingt es eigentlich sogar richtig. Deswegen bin ich gespannt, ob es jetzt funktionieren könnte. Ja, also dieses B ist auf jeden Fall so ein Bytes-Gedöns-Objekt. Und das müssten wir dekodieren in UTF-8. Und das sollte eigentlich funktionieren. Genau. Jetzt können wir schauen, was in Content steht. Und da hat man natürlich noch die leere Datei. Und deswegen gehen wir auf Resume und warten, bis die nächste Datei kommt. Gehen ein paar Schritte nach unten. Und das hat auch funktioniert. Und in Content haben wir jetzt eine String. Ja. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Sehr gut. Also nicht Encode, sondern Decode. Merken. Hier macht auch wirklich Sinn. Naja. Vielleicht sollte man nicht immer nur alles copy und pasten, was man irgendwo findet. In den Weiten des Internets. Naja, wir haben es jetzt geschafft. Das ist ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt,
was wir hier beim Printen des Counters genau bekommen. Jetzt erstmal sollte es wieder leer sein, denn die Datei ist ja leer, tollerweise. Gut, dass sie so leere Dateien hochladen, das finde ich super. Aber gut, mit sowas muss man natürlich rechnen. Der Counter ist nämlich leer. Und jetzt gehen wir One, Resume, F9. Das kann ich mir eigentlich mal merken. Ich brauche das so oft. Da haben wir was. Hier haben wir jetzt... Das erste müssten die ASCII-Codes sein. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten das die ASCII-Codes sein. Ja, doch, müssten. Das heißt, wir haben ASCII-Code 9, 10, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42. Wir haben hier ASCII-Code 32, sehr oft. Lass mich raten, das ist wahrscheinlich der Zeilenumbruch. Jetzt wäre wirklich... Oder was haben wir hier noch? Sehr viel. Hier, 101 ist auch viel. Ich mache mal kurz eine ASCII-Tabelle auf. Ups. Jetzt habe ich falsch gedrückt. Es klingt aber gut. Ah ja. Schauen wir mal hier. Was hatten wir denn hier viel zum Beispiel? 101. E. 101 ist E. 32 ist Leerzeichen. Genau, das habe ich mir schon gedacht, oder? Ja, beziehungsweise ich dachte eigentlich Zeilenumbruch, aber Leerzeichen kann natürlich auch sein. Jetzt ist die Frage, wo finde ich denn den Zeilenumbruch hier? 10 LF 9 Tab. Ja, Tab ist natürlich auch oft, vor allem in einem Python-Dokument, das habe ich schon erwartet, dass da Tab oft drin vorkommt. 76. Ah, das finde ich gut. Genau das, genau so wollte ich das haben. Das ist schon mal sehr gut, dass das jetzt funktioniert. Ups, das war falsch. Ja, ich frage mich gerade, also vielleicht weiß auch einer von euch im Chat, was der ASCII-Code von einem Backslash N quasi ist. Ansonsten fällt mir gerade auf, ich bin eigentlich ziemlich blöd. Ich kann das nämlich hier, ich habe noch den interaktiven Dingen drin und ich mache jetzt einfach mal Backslash N. 10, okay, Backslash N ist 10. Das ist dann gleich LF. Ah, da steht sogar. New Line Feed, New Line, ja, okay. Also, hat sich erledigt. Ich habe herausgefunden, das ist nämlich 10. So. Gut, also, wir haben quasi 164 Zeilen. Ich kann wirklich sehr interessante Sachen rauslesen aus diesen ganzen Daten. Genau, und diese Daten möchte ich jetzt irgendwie soweit aufbereiten. Die Frage ist auch, hier ist nichts außerhalb des ASCII-Bereichs. Von, da geht er bis 128, müsste das sein. Bis nur, wenn er bei 0 anfängt, was ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal ausgehe, ja, 0 ist 0, das ist gut. Genau, 100, ne, hier, ja, hier ist es mehr. Ah, ne, hier, 127, genau, bis 127. Und dann gibt es noch das Extended ASCII. Das haben wir hier vom Python auch unterstützt, wie man hier sieht. Jetzt zum Beispiel das Ü, Ä und Ö ist alles Extended ASCII. Aber da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Einerseits ist natürlich hier, als deutscher Programmierer können wir natürlich sowas schon mit reinnehmen. Allerdings muss man es auch wieder sehen, dass der Rest vom Extended ASCII hauptsächlich Bullshit ist, was man nie braucht oder eher selten. Ja, das brauchen wir wirklich eher selten. Und darum, also wir sehen ja hier zum Beispiel auch, wir haben nichts, also in dieser Datei war jetzt nichts, was den normalen ASCII-Bereich, also bis 127, überschreitet. Und wenn wir den erweiterten nehmen würden, hätten wir quasi schon den doppelten Speicherverbrauch in gewisser Weise.
Was ich jetzt nicht so toll fände. Ich denke, ich werde es beim einfachen ASCII-Bereich lassen. Werden wir bis 127 machen und Ös und alles andere wird einfach rausgeschmissen. Braucht man nicht. Nee, braucht man nicht. Jetzt würde mich aber interessieren, was denn der Print vom Counter hier sagt. Ah, okay, das sieht dann so aus. Ich werde das jetzt hier mal kurz beenden. Ja, hier sieht man jetzt auch, dieser Zählgedöns funktioniert. Also hier sechs Python-Dokumente haben wir gefunden und das andere null. Ich glaube fast sogar Python war die seltenste Sprache, die ich gefunden habe, als ich den Crawler laufen lassen habe, was mich gewundert hat. Oder irgendwie sowas. Ja, da scheint es einfach. Wobei, nee, da ist es zu Ende. 124. Ah, ist aber nicht sortiert hier. Nee, scheiße, ist es sortiert. Ja, da finde ich wenig Informationen, wenn es unsortiert hier ist. In der Ausgabe. Ah, der sortiert es nach den Vorkommen. Das ist natürlich auch interessant. Das hier haben wir am meisten 32, was natürlich nicht verwunderlich ist, denn das ist wieder das Leerzeichen, natürlich. 101 kommt danach, direkt danach, und das ist nämlich das E. Ja, wie bei den anderen Dokumenten auch schon. Interessant. Also, das ist ähnlich, ist aber auch alles Python. 116 ist als nächstes. Das ist das T. Interessant, dass das T auch so oft vorkommt. Naja. Interessanter wäre 9, ein horizontaler Tab. Hier, eigentlich wüsste ich eher, wo 10 vorkommt. Das würde mich jetzt eher. Hier 10. 256. Also, ich hätte echt ehrlich gesagt erwartet, eigentlich, dass New Line öfters vorkommt. Aber wenn man sich so überlegt, stimmt es eigentlich schon, dass es andere Sachen noch häufiger vorkommen, wenn man nicht unbedingt so tausende New Lines hat, um irgendwie die einzelnen Codeabschnitte zu trennen. Ah, mir macht das hier gerade irgendwie richtig Spaß, diese Dokumente mir anzuschauen, was dafür Vorkommen sind. Genau, also hier kommt die Frage gerade, wie das Lernen funktioniert. Genau, also ich habe jetzt quasi die Information, welcher Buchstabe wie oft vorkommt. Und ich dachte mir, also die Programmiersprachen haben ja, genau, also ich. Genau, also die Programmiersprachen ist so der Plan, die haben ja Unterschiede. Zum Beispiel in Python hat man kein Semikolon. Das heißt, dadurch müssen wir uns eigentlich schon relativ gut von den anderen Sprachen unterscheiden können. Dann PHP zum Beispiel hat man ja dieses Dollarzeichen oder was es ist, was da komplett bei jeder Variable und so gebraucht wird. Das wird man in anderen Sprachen fast nie finden. Ja, ich möchte halt dann als Eingabedaten, also ich möchte das als neuronales Netz aufbauen und dann als Eingabedaten halt wirklich so ziemlich genau das hier nehmen, was wir hier unten haben, so ein Counter, wo drin steht, also jetzt im normalen ASCII-Bereich, wo drin steht, welcher Buchstabe wie oft drin vorkommt, und dann, dass er halt die vier Sprachen, die ich oben habe, erkennen soll. Da habe ich halt einen Datensatz von, keine Ahnung, 10.000 oder was auch immer. Da werde ich halt den Crawler mal laufen lassen für einige Zeit. Da wird das alles reingefüttert und dann hat man vielleicht noch einen kleinen Überprüfungsdatensatz und dann schaut man, wie gut das Modell gelernt hat. Und ja, ich wollte mir einfach mal so neuronale Netzwerke und so anschauen. Und dann dachte ich, so mal, es gibt ja diese NIST-Daten, die habe ich hier auch noch offen. Das ist so Standard, das hat man so handgeschriebene Zeichen, die da eingelesen werden. Aber ich wollte einfach noch ein bisschen was Individuelleres machen und ja, deswegen dieses Projekt. Und ich weiß doch gar nicht, wie genau das, wie gut das funktionieren wird. Das werden wir dann im nächsten Stream genauer sehen. Da werde ich aber erst ein ganz einfaches Netzwerk aufbauen, ohne Hidden Layer. Also man hat die Eingabeschicht und die Ausgabeschicht. Und das war's. Das wird so das Erste. Das Ganze hier kann ich eigentlich herausmachen. Das habe ich ja schon. Jetzt haben wir noch folgendes Problem. Erstens, wir müssen das Ganze noch in eine Datei schreiben. Und zweitens, davor müssen wir es auch noch hier irgendwie im RAM speichern, bis wir es in der Datei schreiben. Wir könnten es auch sofort in der Datei schreiben, aber für jede Datei, die wir crawlen, eine eigene Datei mit den Daten zu schreiben, ist meines Erachtens zu viel.
Und deshalb gehe ich mal hier oben in den Konstruktor und wir werden uns einige Listen erstellen. Python Source List ist gleich, und dann, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, so kann ich mir eine leere Liste erstellen lassen. Ja, wir haben Python, wir haben die PHP Source List. Aber wir werden hier oben jetzt erstmal unsere leeren Listen erstellen. C++-Source, das hat er hier nicht hinbekommen, ne? Da mache ich hier so mit CPP. Genau, oben habe ich es auch. Unterstrich Source List. Und wir haben noch die Java Source List. Ups. Ah. Genau, genau. So stelle ich mir das vor, dass ich die Datei einlese. Jetzt so die ersten Streams ging es darum, die Dateien zu finden. Jetzt geht es darum, die Dateien einzulesen und die Daten aufzubereiten, sodass wir sie im nächsten Stream dann in das neuronale Netzwerk schicken und dort testen können, wie gut es funktioniert. Und dadurch möchte ich eben die Sprache erraten. Genau. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Könnte auch sein, dass es so gar nicht funktioniert. Weil ich da auch einfach noch nicht wirklich viel Erfahrung habe, weil es ja, wie gesagt, als Einstieg quasi geplant war für mich. Und ja, naja, wie genau es laufen wird, das werden wir noch früh genug erfahren. So, wir haben jetzt also unsere Listen. Und wir haben jetzt eine neue Liste. Das heißt, wir haben eine Liste an Listen quasi, also eine verkettete Liste. Die Frage ist nur, nehmen wir eine Liste? Ein Dictionary oder eine Enumeration? Das ist gerade für mich die Frage. Weil eigentlich denke ich mir, wäre eine Enumeration am einfachsten. Im Dictionary. Es geht eigentlich alles. Ich glaube, eine zweite Liste, das ist das Einfachste. Man muss ja auch nichts mehr nachschauen, wie es nochmal ging. Sondern, ja, hier wird noch der Counter geprintet. Das können wir jetzt auch mal hier raus machen, das braucht man nicht mehr. Und dann Character List nennen wir das mal. Und das ist wieder eine leere Liste. Und jetzt for i in range, wir werden jetzt eine Range erzeugen. Start ist 0, Stop ist 127, das müsste eigentlich reichen. Und dann sagen wir Character List, dann der Wert, also i. Und davon der Wert. Ist jetzt unser Counter. Da muss ich ganz kurz nochmal schauen, wie ich auf den Counter richtig zugreife. Wenn ich das hier noch offen habe. Ja, hier. Okay, dann nehme ich Counter und dann zack und dann sag ich i, weil er soll mir das ja von dem Index i geben und das müsste es gewesen sein. Und dann wird noch, je nachdem wieder welche Language es ist, ja, das ist irgendwie etwas gedoppelt, aber ich werde das jetzt trotzdem erstmal so machen, weil ich schauen will, ob das
so zumindest funktioniert. Allerdings muss ich das noch mehr einrücken. Und zwar so. Und dann sagen wir self dot. So, und jetzt gehen wir auf Java sourceList.append. Und jetzt appenden wir nämlich unsere CharacterList. So. Und jetzt nehmen wir das Ganze und müssen das für jede Sprache noch kurz machen. Das sollte aber relativ schnell gehen, indem wir das hier copy und pasten. Genau, was haben wir hier? Java, hier haben wir C++, genau. Hier haben wir PHP. Und hier haben wir Python. Man könnte es jetzt theoretisch auch schon anders abspeichern, aber ich werde es jetzt trotzdem erstmal so machen. Und dann werde ich das Ganze debuggen. Allerdings ist der Breakpoint so gesetzt, dass er quasi erst aufgerufen wird, wenn wir das Ganze wieder beenden, das ganze Programm. Und dadurch können wir uns einfach mal schauen, wie gut das Ganze einliest. Und ob es überhaupt funktioniert. Nee, es funktioniert nicht. Es werden wieder irgendwelche Exceptions aufgerufen. Ja, schade. Was beschwert er sich denn hier? Flip. Was? Dann sollst du dich flippen. Also, ich wette, er sagt, dass es unnötig ist. Was hat er jetzt eigentlich gemacht? Ah, er hat so ein bisschen was geändert. Ja, schön. Okay, sollen wir das mal machen. Daran wird aber das eigentliche Problem nicht liegen. Ich werde mal hier in die Vorschleife reingehen. Und hoffe einfach, dass er. Oh, Force is finished. Okay, dann starten wir ihn wieder. Und ich hoffe einfach mal, dass es bis dorthin funktioniert und dass wir dann auch den Fehler finden. Dann müssen wir das Ganze auch noch in die Datei schreiben, aber dann sollten wir fertig sein. Mit diesem Part. For i in range. Gut, jetzt haben wir ja unser leeres Dokument wieder. Ja, jetzt haben wir wieder unsere schönen Exception. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht sehen. Ach, das heißt, dass da Step into. Return 0. Ah, das ist alles noch nicht ganz optimal. Ich kill das Ganze gerade wieder. Oh, so viel Init. Und zwar.
Vielleicht das mal ganz kurz im interaktiven Modus testen. Vielleicht finde ich daraus, was vielleicht das Problem sein könnte. List ist eine leere Liste. Gib mir mal die Liste aus. Okay, das scheint zu funktionieren. List 0 ist gleich 0. Ah, okay. Da haben wir schon unser Problem. Ich dachte, das würde so gehen. Und zwar, dass wenn wir hier quasi einen höheren Index einfügen wollen, dass er das dann automatisch macht. Dann machen wir das anders, das ist nämlich auch gar kein Problem. Und zwar machen wir statt dem einfach append. Und append geben wir den Wert. So, damit sollte es nämlich funktionieren, weil wir fangen ja bei 0 an. Es wird immer was appended, das heißt, also append hinten dran. Damit müsste der Index automatisch steigen. Aber, ja, schauen wir mal. Hier oben haben wir es noch. Die wagen wir mal wieder und schauen, ob es jetzt vielleicht schon funktioniert. Oder ob wir wieder irgendwelche Exceptions haben. Ja, es funktioniert. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Er liest es ein. Es geht sogar von der Geschwindigkeit her. Also. Ja, doch, geht schon. Es ging schon schneller, keine Frage. Aber also theoretisch könnte man das auch noch irgendwie in einen anderen Prozess auslagern und alles Mögliche. Kann man alles machen, aber man muss es ja eigentlich auch nicht unbedingt. So, jetzt werden wir mal dem Interrupt senden. Und dann wird jetzt nämlich hier nämlich das Save Data aufgerufen, weil wir jetzt quasi ein Keyboard Interrupt reingesendet haben. Und jetzt schauen wir uns mal Self an. Wir haben hier eine leere Sources, weil wir noch keine CWP-Dateien, wir haben auch noch keine Java-Dateien. Hier sieht man auch die Anzahl. Also wir nicht einmal PHP-Dateien, aber wir haben 28 Python-Dateien. Und dann schauen wir uns mal die ganzen Listen an. Genau, von 0 bis 27. Und da sieht man schon hier 0000000000000. Das sollte man noch schauen, dass das irgendwo überprüft wird und dann einfach rausgegangen wird, weil es leer ist. If content ging das so. Und jetzt machen wir so. Ah nee. Ich werde es noch dekodieren. Ein leeres Ding zu dekodieren dauert ja auch nicht lang. Und ich habe schon wieder Klammern bei der if machen wollen. Deswegen, das machen wir jetzt hier mal nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so ging. Jetzt mache ich einfach mal 3. Hier oben, das Ganze können wir eigentlich auch rausschmeißen. Später dann. Ja, okay. Ich würde sagen, ansonsten können wir mal kurz durchschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist das 9. Element. Ja, 9, 10. Das sieht alles richtig aus. Das sieht so aus, als wäre alles richtig eingelesen. Aber das andere ist vorne eigentlich nie dabei. Das ist nicht verwunderlich. Ja, auch sehr kleine Dateien. Okay.
Genau, hier haben wir von 0 bis 126. Das ist noch nicht ganz richtig. Ja, das erste Element, da ist gar nichts drin. 9 ist aber richtig. Wir haben noch das 127. gar nicht drin von dem ASCII-Table und das ist die Delete. Ja gut, das wird eigentlich auch nie vorkommen. Aber damit es ganz concise ist, werde ich es trotzdem mal noch reinmachen. Okay, und jetzt werden wir es nochmal laufen lassen. Wir sollten jetzt in den Listen wirklich von 0 bis 128, also von 0 bis 127 von den Indexen her, das Ganze haben. Und es sollte jetzt nicht mehr die leere Datei drin sein. Da können wir eigentlich hier an dieser Stelle schon abbrechen. Und hier reinschauen und dann können wir in die Python-List gehen. Und hier haben wir als erstes Dokument nicht das leere Dokument, das ist rausgeschmissen worden, sondern wir haben hier schon eins mit Inhalt. So. Gut. Bin ich mal gespannt, was das neuronale Netz aus den Daten machen wird. Ja, das andere scheint auch alles richtig eingelesen zu sein. Und jetzt können wir noch ganz kurz überprüfen. Es geht bis 127 und das kommt natürlich null mal vor, aber wir haben es trotzdem drin. So. Jetzt haben wir noch... eigentlich müssen wir uns jetzt hauptsächlich noch darum kümmern, dass das Ganze in der Datei geschrieben wird. Allerdings ist für mich auch noch die Frage... So haben wir momentan ja die absolute Zahl. Also wie oft die Teile genau vorkommen. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie gut das neuronale Netz damit klarkommt, mit den Dateien. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es vielleicht besser ist, wirklich die prozentuale Verteilung quasi zu nehmen. Das heißt, wir nehmen hier Counter I. Machen hier Content Length ist gleich Leng Content, so, genau, dann können wir hier nämlich statt dem, können wir nämlich Content Length nutzen, das ist einerseits schon mal gut, jetzt können wir aber zusätzlich noch, da wo das hier reingeschrieben wird, in die Liste die prozentuale Häufigkeit des Buchstabens anschauen, und zwar Content Length. Und dann nochmal mal 100. Ich, nur um ganz sicher zu gehen, werde ich hier das noch kurz einklammern. Genau, wir teilen die Anzahl der Buchstaben, also wie oft die vorkommen, durch die komplette Anzahl der Buchstaben in dem der ganzen Dokument und das wieder mal 100. Dann müssten wir die Prozentzahl haben. Vielleicht werde ich da aber noch mehr hinzumultiplizieren. Weil, mal schauen. Stoppen wir nochmal und lassen es nochmal laufen, wieder im Debug-Modus. Okay, dann schaue ich nochmal hier ganz kurz in den Chat. Scheint aber bisher noch nichts weiteres zu sein. Okay, es zieht sich auch länger, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, ja, ich bin schnell fertig. So lange sollte es nicht gehen. Ich habe auch schon ein bisschen geschaut, so. Was für Probleme vermutlich auf mich zukommen werden, aber es kam natürlich nochmal viel mehr Probleme auf mich zu, als ich dachte. Naja, das Übliche halt, kennt man ja. Nennt man Programmieren, glaube ich. So, jetzt beenden wir mal und jetzt bin ich gespannt. So, und genau da haben wir jetzt sehr, sehr, sehr wilde Zahlen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall die prozentuale Verteilung. Was war denn das erste? Das müsste der Element 9 sein, richtig? 9, ja. Es kommt ja nämlich zu 5% vor. Das war, glaube ich, das Leerzeichen, ne?
Ups, das ist nicht die richtige ASCII-Tabelle hier. 9. Ah ne, das war ein Tab. Okay, der Tab kommt so oft vor. Leer war 31. Ne, 32 war leer. Es kommt 10% des Dokuments bestehen aus Leerzeichen. Also, der. Ja. Ist doch auch interessant zu sehen. Und es ist auch so, dass ich das, denke ich, als Prozentzahl gespeichert lasse. 101, was war das nochmal? Da oben, E. 8,1% Es. 2,5%, 100, das ist Ds. Ah, ich finde es einfach interessant. Okay, jetzt haben wir unsere Input-Daten so, dass ich zum Beispiel, das würde mich jetzt interessieren, der ASCII-Code des Dollarzeichens ist 36. Das ist 00. Ich weiß nicht, wie schnell hier ein PHP-Dokument drin vorkommt, wie schnell wir so eins finden, aber das würde mich jetzt interessieren. Ob wir das tatsächlich jetzt erreichen, dass, also ob wir jetzt sehen, dass in den Python-Dokumenten, das haben wir eigentlich schon gesehen, da kam das nie vor, die 36, da war immer 0 eigentlich. Und in einem PHP-Dokument sollten wir aber eigentlich wirklich mindestens eins haben. Ich bin gespannt. Ja. Es wird leider ein bisschen gehen, vor allem während dem Stream läuft es noch langsamer hier. Ich hoffe, dass die Streamqualität nicht zu sehr einbricht, während das Ganze läuft. Naja. Ja, das kann schon ein bisschen gehen. Egal, ich lasse einfach mal laufen. Wir überlegen uns schon mal, was wir als nächstes machen müssen. Und zwar wollen wir jetzt ja wirklich mal die Dateien schreiben. Und dafür habe ich eigentlich diese Input-Data, glaube ich, war es, ja. Und zwar möchte ich als neuronales Netzwerk, möchte ich TensorFlow nutzen von Google. Das wurde neulich Open Source, oder schon einen Tick länger her. Und ja, das möchte ich eben testen, das möchte ich nutzen. Und die haben hier schon ein Beispiel mit dem MNIST-Datensatz. Und da wollte ich einfach mal schauen, wie die das einlesen. Und da haben wir hier Extract Labels. Und man sieht hier Read 32 ByteStream. Also die machen das auf jeden Fall in ByteStream in die Datei. Ja, das ist eigentlich nicht unbedingt nötig, aber es ist natürlich das Schnellste. Und ich bin fast geneigt. Ja, das genauso zu machen. Einfach einerseits auch einfach, um das zu lernen, weil so Byte-Zugriffe zu können ist auch immer praktisch, wie gesagt, weil es schneller ist. Und deswegen möchte ich eigentlich das tatsächlich auch mir anschauen, wie das geht, oder zumindest probieren, das auf jeden Fall hier als Byte-Stream zu machen und nicht einfach als String irgendwie reinzuschreiben. Und zwar sieht man hier, die nutzen da NumPy dafür. Und die lesen Ganzzahlen ein und aus. Mit 32 Bit. Ein Float 32 Bit sollte reichen. Allerdings muss ich erstmal schauen, ob das hier überhaupt unterstützt wird. Und ich muss hier in meinem Browser gerade wieder etwas aufräumen. Moment. So. Also. Schama haben sie hat er gefunden. Damit können wir auch schon schauen. Da können wir schauen, wie viele Semikolons in Python vorkommen, dann wie viele Semikolons in Java vorkommen. Also, das ist auch schon mal nicht schlecht. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Genau, ich wollte schauen, wie das genau läuft mit Python, NumPy und dann. Ich werde euch jetzt hier das Ganze auch mal zeigen, dann könnt ihr auch mitlesen, wenn ihr wollt, wenn ihr wirklich nichts Besseres zu tun habt.
Jetzt muss ich erst wieder finden. NumPy, dann dtype float. Vielleicht heißt du so irgendwie. Hier haben wir was. Okay, hier haben wir schon mal eine Liste aus Datentypen. Die nutzen den uint32. Hier haben wir den. Hilfe. Da hätte noch irgendwas nach. So, den uint32. Von 0 bis bla. Ich bin jetzt am überlegen, den float 32 zu nehmen. Single position float, sign bit, 8-bit exponent, 32, 23-bit mantissa. Double position. Position. Komplex brauche ich nicht. Bit Exponent, anders Bit Mantissa. Also ehrlich gesagt, das sollte eigentlich reichen. Float 32, das sind dann die 4 Byte für einen Float. Ja, das sollte reichen. Okay, dann wissen wir schon mal, wir nehmen einen 32-Bit Float. Wir müssen unser Dingen auf jeden Fall als Byte Dingen öffnen. Das kann man uns hier auch nochmal schauen. Hier, irgendwie File, Open und dann müssen wir hier WB, weil wir schreiben wollen. W für Write, R für Read und B, dass es eben als Byte-Gedöns genutzt wird. Als Byte-Stream. With TFG file, open the file name, RB. Gzip, weil diesen den muss man extrahieren, deswegen hat er der Gzip. Sollte eigentlich direkt funktionieren. Das heißt, das erste, was wir machen werden, ist wohl statt read 32 write float 32 oder sowas zu machen. Da kann man das immer aufrufen, wenn wir eine Zahl rausschreiben wollen. Toll. Wir können eine Funktion schreiben, die uns irgendwas in eine Datei schreibt. Darauf freue ich mich schon. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir hier gefunden haben alles. Okay, wir haben eigentlich nur Python und 4 Java-Dokumente in der Zeit. Wie gesagt, wenn das Stream nicht läuft, läuft es ein bisschen schneller. So, aber ich wollte das Semikolon anschauen. Und deswegen muss ich erst schauen, was Semikolon 59. 59 ist das Semikolon. Schauen wir mal hier bei irgendeiner Java-Python-Datei. Was habe ich gesagt? Ich vergesse es schon wieder. 59, so. 0. 0. Schauen wir uns noch eine andere Python-Datei an. Die 27. weil sie so schön ist. 59, das Semikolon kommt 0 mal vor, ebenfalls. Interessant. Und jetzt schauen wir uns mal Java an. Da haben wir ja nicht so viel, haben wir 4 Stück. Die Java-Source-List. Scrollen wir jetzt zu 59 und hier sehen wir schon 1,6%. Also hier sieht man ordentlich, bei Python eigentlich nie ein Semikolon. Und in Java 1,6%. Das ist schon ein ordentlicher Prozentsatz im Vergleich zu zum Beispiel 62. Das ist nämlich ein größer Gleichzeichen. Nee, kein größer Gleich, nur ein größer Zeichen natürlich. Und das sind 0,27%. Sehr schön. Also ich würde sagen, von den Daten her sieht es schon so aus, als könnte man die unterscheiden. 1,5% ist sogar ein sehr ähnlicher Prozentsatz. Interessant, interessant. Bei sehr kleinen Dateien wird das neuronale Netzwerk wahrscheinlich Probleme haben, denke ich mal. Aber ja, wir werden sehen. Ich lasse mich da überraschen. Ich kann bisher auch nur Vermutungen äußern. Ich weiß es ja auch noch nicht. Jetzt werden wir hier aber mal, ich weiß es gleich, erstmal noch lassen. Jetzt machen wir wirklich das, von dem ich gerade geredet habe, und zwar def write unterstrich float 32 self, value.
File. Wir brauchen noch das File, das wir schreiben sollen. In dem Fall ein File-Objekt. Ich werde jetzt ganz kurz mal diese Input-Data nehmen und mir auf den zweiten Monitor schieben. Da werdet ihr sie nicht sehen, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. So. So, genau. Dann haben wir nämlich Punkt, also File, Punkt, Write. In Klammern. Ah, da muss ich jetzt schon mal schauen. Da weiß ich es nämlich nicht, weil bei Read ist natürlich einfach, bei Read sagen die einfach 4, weil er 4 Bytes lesen soll. Aber in dem Fall müssen wir ja sagen, erstens, wahrscheinlich müssen wir sagen 4 Bytes und dann die Value oder andersrum, und das muss ich ganz kurz nachschauen. ByteStream, also Python, ByteStream, write for Bytes. Mhm. Schau mal, was er da sagt. Okay, dann sagen wir, ich suche jetzt einfach mal ganz kurz nach. Right. Bisher habe ich noch nicht so viel gefunden. Why the given bytes of byte array object beat the underlying or stream? Okay, dann schauen wir mal noch anders. Python. Da haben wir was Interessantes. Output list of floats to a binary file in Python. Das kann ich hier mal wieder rüberziehen. So, wir haben hier so eine Liste, okay. Import Array. Open the file. Float Array ist gleich Array. Was? Open. Output File. Ah, okay, er tut hier ein Double. Ah, hier wird es. Das Ganze als Double rausgeschrieben. Die für Double, also 64-Bit. Wir wollen F für 32-Bit. Okay, also scheinbar werden wir dieses Array nutzen müssen.
Ich frage mich gerade nur, wie wird das. Ah, und dann kann man das Array einfach wieder aufgreifen. Mit zack hier, das Array ist vom String zack. Okay, das ist schon mal ganz okay. Jetzt hätte ich eben noch gerne Array dort. Erstmal wüsste ich gerne, was toString, ob es das gibt. Das könnte auch interessant werden. Die Frage ist halt, ich möchte ja mehrere Arrays in eine Textdatei quasi schreiben. Und in eine Datei halt. Okay, return the string representation. Okay, dann schauen wir mal Python write multiple arrays in one file. Das ist ja genau das, was ich suche. Ich will ja nicht merchen. Okay, also es klingt auf jeden Fall so, als würden wir NumPy verwenden und das werden wir jetzt erstmal inkludieren. SNP, so wird das gerne inkludiert oder importiert, wie man hier ja sagt. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil das Ganze über NumPy, ja, ich werde es erst noch kurz da lassen, aber wahrscheinlich werde ich es nicht brauchen. So, it seems like isn't quite yet, ja. Range 20, reshape 4, 5.
Okay, wir werden es vielleicht doch nicht binär speichern. Okay, da hat es halt schon im NumPy-Array gehabt. Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar kleinere Probleme. Okay, die haben alle eine Multiple Two-Column-Text-File. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir was machen. Oh, ich muss gerade mal was trinken, merke ich. Sonst wird meine Stimme mich irgendwann noch verlassen. Und zwar tut man bei NumPy, so wie es aussieht, die Arrays vorher von der Größe her erstellen. Jetzt dachte ich mir, ich erstelle wirklich vorher. Und zwar np Punkt arrange. Jetzt muss ich quasi sagen, wie viel ich habe. Also, jetzt müssen wir mal kurz langsam durchgehen. Wir haben ein 2D-Array von. Und das kann ich ganz kurz. Na egal. 128 mal. Und jetzt möchte ich 10.000er Blöcke machen. Das sind 1.280.000. Oh, das ist schon ordentlich. So viele Values muss der speichern. Und zwar wird das jetzt reshaped. Auf 128. Komma und dann auf die 10.000. Ja. Und für die anderen wird genau das gleiche gemacht. Ich hoffe jetzt, dass das der Speicher überhaupt so aushält. Auch ganz gut ist, dass wir hier ja schon Num Java haben und es wird ja schon hochgezählt. Okay. Jetzt kann man mal kurz berechnen, wie viel Speicher das wohl einnimmt. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen was. Ja. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich da jetzt.
NumPy write data to the array. Ja, genau. Jetzt geht es die ganze Zeit darum. Wie man hier das in einen Textfile schreibt, aber ich will auch wissen, wie ich das so in einen NumPy-Array reinkriege. So nicht. NumPy.save. Dann suche ich einfach nur NumPy2D-Array. Und da haben wir schon was. Sonst haben wir hier auch noch was. NP dot, die nutzt das hier. Also hier habe ich ja Arrange, weil ich gar nicht genau weiß, was das ist. Und die nutzen da Array. Okay, dann suche ich nicht nach Array, sondern Arrange. Genau. Ah, das ist alles gerade ein bisschen schwierig. Weil das Problem ist natürlich, wir haben ints einerseits in die eine Dimension und die andere Dimension floats. Ich werde es jetzt erstmal nochmal hier kurz. Ups, NumPy as NP. Und jetzt sage ich Array ist gleich NP.Range. Jetzt werde ich hier sagen 8 für Testzwecke. Punkt Reshape 2,4. Array. Okay. Genau, das heißt, es wird auch schon gleich mit Daten gefüllt. Ich frage jetzt, ob ich das überhaupt brauche. Vielleicht ist tatsächlich das Array besser als das Arrange-Gedöns. Weil es ist ja hier ein Array. Allerdings funktioniert dieses Reshape relativ gut. Es ist nur die Frage, wie kann ich jetzt richtig darauf zugreifen?
Tatsächlich geht das so, indem ich hier sage, zack, sage ich hier 1, leer 2. Und dann sage ich hier ist gleich 1.27. Jetzt lasse ich das ausgeben. Okay, das ist das. Ah, jetzt sehe ich das Element erst. Aber ich denke, ich werde eher x ist gleich np array machen. np.array is the usual fixed size multidimensional container of items of the same type and size. Okay, the number of dimensions by its shape, which is a tuple of n positive integers, the sizes. Okay. Okay, x ist gleich np array. Ja, jetzt komme ich wieder mal nicht wirklich voran. Ein Tupel. Heißt es jetzt wirklich, dass ich jetzt hier... Ah, oder ich erstelle die Arrays wirklich erst am Ende. Also x ist gleich np.array. Und jetzt machen wir hier 1, 3, und jetzt hier 5.5,6, damit wir auch mal eine Kommazahl haben. Und dann machen wir Komma np.float32. Und das ist jetzt unser Array. Es ist die Frage. Da stellt es nämlich selbst fest, wie groß es ist. Wir werden jetzt einfach mal eines rausnehmen. So, damit wir jetzt erstmal wieder hier ein bisschen vorankommen. Und zwar, wenn ich nenne das jetzt auch einfach mal x ist gleich np.array. Und jetzt machen wir hier...
Nee, das ist so funktioniert es, glaube ich, nicht wirklich. Was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier? Python Source List nehme. Und da einfach nur noch sage, weg damit. np.float 32. Und hier machen wir die Klammer zu. Und dann sagen wir hier print x. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es so irgendwie funktioniert, aber eine Verzweiflungstat. Naja, ansonsten werde ich das vielleicht tatsächlich offline lösen, das Problem. Und dann im Stream einfach nur zeigen, wie ich es gelöst habe. Hier kommt gerade die Frage, oder es kann auch sein, dass sie schon länger her ist, ob Python im Vergleich zu anderen Sprachen leichter, also im Vergleich zu C und C Sharp, leichter zu lernen ist. Ich würde sagen, ja, schon doch. Also ich selbst habe mit C++ angefangen zu programmieren, aber ich muss sagen, Python ist schon einfacher. Also wenn man Programmieren lernen will, dann kann man Python eigentlich schon empfehlen, weil das ist so von der Sprache her sehr stark an die englische Sprache angelehnt. Das heißt, man kann den Code relativ gut verstehen und man muss sich zum Beispiel nicht um Dinge wie die Speicherreservierung zum Beispiel wie in C++ kümmern. Macht es auch nochmal deutlich einfacher. Ja, ich würde sagen, es ist schon einfacher und man kann damit schon einiges machen. Hier ist jetzt kann man mit Python auch so tolle Bots für zum Beispiel MMORPGs wie mit Auto-IT machen. Ehrlich gesagt, ich kenne Auto-IT nicht. Deswegen kann ich es nicht direkt sagen. Allerdings, sei mal so viel gesagt, mit Python hat man nicht direkt die Möglichkeit, aufs Betriebssystem zuzugreifen und so weiter. Das heißt, man kann aber zum Beispiel ein C-Programm starten von Python aus. Das heißt, theoretisch über Umwege ist es schon auch möglich. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was Auto-IT ist. Sonst könnte ich dir jetzt darauf besser antworten. Aber ja, wahrscheinlich geht es nicht direkt. Wenn es das ist, was ich denke. Und das wäre, dass man zum Beispiel irgendwelche Sachen. Ich kann es ja ganz kurz mal nachschauen. Wenn du überhaupt noch da bist, ich weiß nämlich gar nicht, weil es kann sein, dass ihr es länger nicht gesehen habt, weil ich gerade sehr beschäftigt war. Ah, okay. Tut man da. Ja, doch, da wird man schon. Ah, doch, ich glaube, ich hatte sogar schon mal was damit gesehen, ja. Nee, also Auto-IT, sowas wird man schon machen können, ja. Allerdings würde ich für so Sachen eher betriebssystemnähere Sprachen empfehlen, wie zum Beispiel C++. Weil so Skriptsprachen wie zum Beispiel Python sind nochmal etwas weiter abstrahiert und wenn man aufs Betriebssystem zugreifen will, dann ist es eher schwieriger. Also. Wenn man sowas wie Auto-IT machen will, dann sollte man eher C++ nutzen. Allerdings könnte man zum Beispiel, also wenn man sowas wirklich selbst machen wollte, könnte man das Programm in C++ schreiben, aber Python als Skriptsprache verwenden. Das heißt, man bietet dann in Python Befehle an, die man eben wiederum mit C++ direkt ans Betriebssystem sendet. Aber ja. So, wir sind jetzt hier aber auch so weit und wir können der Wahrheit ins Gesicht sehen, ist Exception. Okay.
cannot broadcast input array from shape. Ach, wir haben hier ja noch die input arrays. Wundert mich, dass er vorher keine Exceptions geworfen hat. Wir haben noch die ganzen input arrays da. Wir machen das Ganze ja mit dem Python Source. Da werde ich jetzt mal ganz kurz das Ganze wieder rausnehmen. Aber die Input Arrays waren richtig. Das ist auch schon mal interessant. Und es gab auch keinen Speicherleck oder so. Naja. Ja, auch schon bald 10. Die Sache ist die, ich habe morgen wieder Schule, aber ich habe eigentlich nicht so früh Schule. Ja. Ich weiß nicht. Ein bisschen kann ich ja weiter programmieren, aber irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass ich etwas auf der Stelle laufe. Lustig, der hat das jetzt gemacht, obwohl er eigentlich... Ah, ich habe es nicht debuggt, kann das sein? Hier sind irgendwie ein Array zu Ende oder dann sind ganz viele Arrays. Ne, das sind tatsächlich zwei Arrays ineinander. Ich werde es jetzt nochmal debuggen. Aber es sind tatsächlich zwei Arrays ineinander gewesen. Das heißt, mit etwas Glück können wir das jetzt in eine Datei rausschreiben. Ich habe aber da noch keinen Plan, wie ich das richtig einlesen soll. Aber... das überlasse ich dann dem Zukunftsbildschirm, kann der sich drum kümmern. Ja, so. Als ich hier angefangen habe in meinem Stream, hatte Gronkh auch noch einen Stream laufen, aber ich glaube, der ist jetzt mittlerweile zu Ende. Das sah aus wie 6 Daten, aber da müssten eigentlich weitaus mehr drin sein. 14 müssten da drin sein. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieht mir eher aus, als wären da 6 drin. Außerdem, irgendwie will er den Breakpoint nicht setzen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Dunke, dunke, dunke. Okay, das leere Ding hat er eingelesen. Okay, und wir hören auf. Und jetzt hat er wenigstens mal was. So, und jetzt haben wir nämlich x drin. Wir haben wie viele Python-Dateien? Wo steht's da? 4. Ah, das ist so ein bisschen blöd, was wir hier haben. Weil es irgendeinem Grund von 2 Dateien einfach nur noch, von 4 Dateien einfach nur noch 2 da sind. Ansonsten sieht es gut aus, aber, oh ne, hier sind nur, ach, er zählt auch die Leeren hoch. Ach, deswegen hatte er vorhin auch Mem. Leute, es scheint sogar tatsächlich zu funktionieren. Die Sache liegt nämlich hier. Weil wenn ich hier irgendwo sage, hier, return, sage ich ja hier. Dann, das muss ich nochmal auch komplett umschreiben, da habe ich eigentlich gerade gar keine Lust zu. Ich möchte eigentlich wirklich langsam fertig werden.
ich nenne das jetzt Python Array. Hier werde ich das immer wieder rauslöschen, weil das brauchen wir nicht. Wir scheinen das so ganz gut in Array umformatieren zu können. Ist never new used, ja, okay. Was macht denn das jetzt? Das soll doch hier schön. Da. Und irgendwie kriegt das nicht hin. Irgendwie sagt er sich, nee, für dich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Hä? Verstehe ich nicht, warum er da jetzt immer hier so komisch rumzickt. Vielleicht, weil Python Array schon mehrmals drin vorkommt, aber naja. Okay, wir haben Python Array. Wir haben PHP. Wir haben CPP. Unterstrich natürlich. Und wir haben da habe ich natürlich noch die Vollpfosten. Hier. Java. Okay. Das haben wir. Dunke, 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 dunke. Flow 32 alles. So. Okay. Jetzt haben wir unsere Arrays. Jetzt wollen wir die irgendwie rausschreiben. Die Sache ist, ich wollte noch irgendwie speichern. Das könnte ich theoretisch noch ins Array mit reinpacken, wenn ich noch mehr Informationen haben wollte. Und wir haben ja die einzelnen Arrays. Und die werde ich in einzelne Dateien schreiben. Das heißt, dadurch weiß ich beim Einlesen auch, welche Sprache das ist. Dadurch, dass alle Sprachen in einzelnen Dateien drin sind. Kann ich das später wieder richtig raus extrahieren und dann irgendwie ein bisschen mischen. Und dann habe ich meinen Datensatz zusammen. Das könnte ich zwar theoretisch auch schon hier machen, aber jetzt gerade nicht. Wie gesagt, ich möchte das irgendwie in der Datei schreiben und dann bin ich für heute schon mal fertig. Und jetzt schaue ich hier mal noch ganz kurz. Was haben wir zum Beispiel? With File. Ah, nee, wir müssen es anders nennen. Python File in Klammern. Und jetzt ist die Frage, speichern wir das jetzt binär? Auf jeden Fall wie? Oder wir schreiben es nicht binär erstmal. Vielleicht werde ich das auch noch, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich offscreen noch mal ein bisschen von anders weiterarbeiten und dann, dass wir im nächsten Stream dann wirklich mit dem neuronalen Netzwerk anfangen können. With file. Wie? Oh, ich brauche noch den Namen. Und zwar ist das hier jetzt die Python. Doch, Python. Kein. So. Python. Data nenne ich das jetzt. Einfach weil ich so cool bin und eine eigene Dateiendung haben will, nenne ich das Python.data. As outfile for slice. Unterstrich to d in Python array Doppelpunkt np.save txt outfile slice to d. Mm.
Ah, das brauche ich gar nicht. Alles. Ich brauche eigentlich nur np.save.txt. Ah, ich kann da sogar direkt noch. Punkt Data und dann unsere Python Python Array Okay, das rücken wir jetzt hier mal eins ein und das machen wir hier ran. Dann schreiben wir hier noch PHP, unten schreiben wir CPP und hier schreiben wir noch Java. Und dann machen wir hier noch das Ganze, die ganzen Arrays richtig. Ah, Mann. CPP und schließlich noch ja, P. Print. Und da hoffe ich einfach, dass successful. Da hoffe ich einfach so, dass das jetzt hier getriggert wird, wenn wir das wieder testen. Das wäre sehr schön. Wir werden es erstmal mit ein bisschen Dingen testen und ich werde es jetzt erstmal im Editor öffnen. Schon File Manager. Okay, hier muss ich auf den GitHub Crawler. Da. Und da haben wir es. Okay, hier haben wir schon ein bisschen was. Und jetzt sage ich Stopp. Und dann steht hier White Successful und. Wir haben unsere Data. Wahrscheinlich wird er jetzt das gleich nicht überschreiben. Wahrscheinlich wird er uns eine Exception werfen beim Schreiben. Ich weiß es nicht. Da müssen wir dann auch schauen. Wir haben unsere PHP-Data. Wir haben eine PHP-Datei gefunden. Unsere Java-Data. Wird da immer dasselbe reingelesen? Ja, natürlich. Hier haben wir noch das Falsche. Es scheint aber zu funktionieren. Allerdings haben wir hier noch die falschen Source Lists. Hier auch noch Java. Dann müsste es aber funktionieren. Das sah schon mal vielversprechend aus, was wir bisher hatten. Sah vielversprechend aus. Ich schaue mal ganz kurz hier nochmal. Noch nichts Neues im Chat. Ah, ich bin gespannt. Aber wenn das jetzt funktioniert, dann war es das für diese Folge erstmal. Ach, das kann ich eigentlich schließen. So. Ja, wir können auch mal wieder beenden, um es zu testen. 11 Python, white successful. Das klingt schon mal gut. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich heißt, dass es successful. Das ist falsch hier. Ich habe das gerade geschlossen. Oh, Mann. Ich bin auch wieder schlau. Da haben wir unsere Data. CP-Data ist leer, die wurde überschrieben. Da muss ich jetzt dran denken. Also wenn ich das neu ausführe, wird es überschrieben, die Data. Und Python.data hat hier schon einiges drin. 1, 2, 3, 4, 5. Scheinbar werden 2 in eine Zeile geschrieben. Das ist ähnlich. Also irgendwie haben wir hier unsere Daten. Und irgendwie muss es dann auch wieder eingelesen werden. Aber das soll nicht das sein, um das wir uns kümmern müssen.
Okay. Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Dann werde ich, glaube ich, doch, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es wird auch mehr, weil wir mehr Dateien haben. Doch, das muss es stimmen. Das muss jetzt so funktionieren. Ich werde jetzt hier ganz kurz da, wo ich das her habe, den Stack Overflow-Beitrag, werde ich mir hier noch als Kommentar dazu schreiben. Dann weiß ich, dann finde ich da gleich wieder her, wenn ich da Probleme beim Einlesen habe. Okay. Ja, das soll es eigentlich auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ihr konntet genauso wie ich was dazulernen in diesem Stream. Genau, im nächsten Stream soll es dann wirklich darum gehen, unser neuronales Netzwerk auch mal zu erstellen. Und ein erstes, sehr simples, muss man noch dazu sagen, aber wir werden zumindest mal richtig einsteigen und schauen, wie wir unsere Daten, die wir hier bisher haben, nutzen können. Genau, ich bedanke mich an alle, die jetzt noch dabei sind, die so lange durchgehalten haben. Auf YouTube und natürlich auch auf Twitch. Heute war tatsächlich, waren einige dabei. Hier auch im Chat. Leider, wie gesagt, hat man den Chat ja jetzt im Stream nicht direkt gesehen. Aber hier der Titzfrager, der hat hier wirklich fleißig kommentiert. Danke an dich. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Ich glaube, du bist mittlerweile nicht mehr da. Aber keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal. Danke auf jeden Fall an dich, dass du so fleißig kommentiert hast. Und auch in den Situationen, als ich mal etwas aufgeschmissen war, versucht hast, mir zu helfen. Das war auf jeden Fall sehr freundlich. Auch Yoroshi96, ich hoffe, ich konnte deine Frage noch beantworten, ehe du den Stream verlassen hast. Ich fürchte zwar nicht, aber naja, gut. Kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Egal, es war auf jeden Fall wieder schön. Wir haben einiges geschafft, auch wenn nicht ganz so viel, wie ich eigentlich gehofft hatte, aber gut. Genau, ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, neuronales Netzwerk programmieren, was hoffentlich auch relativ bald sein wird, vielleicht eine Woche oder ja, sowas in der Art. Naja, wir werden sehen. Genau, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder wenn ihr das später schaut, was für eine Tageszeit ihr auch immer habt. Genau. Bis dahin. Ciao.